Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zunächst eine kleine Vermittlungsnachricht. Von den vor einer Woche vorgestellten 5 Katzenkindern hatte das einzige Katzenmädchen Glück. Das schwarze Kätzchen ist in ein neues Zuhause umgezogen. Die 4 Jungs warten noch auf ihre Chance. Heute soll es um einen jungen Labrador gehen, der am 18. November in Georgenthal am Teiler gefunden und tags darauf im Tierheim Achenoa abgegeben wurde. Hier bekam er den Namen Merlin. Merlin ist ein lebhafter Kerl und sucht sofort Anschluss. Er ist gechippt, aber, wie so oft, in keinem Tierregister gemeldet. Der Chip enthält somit keinen Hinweis auf den Besitzer. Der Hund ist sehr menschenbezogen und gepflegt. Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg hofft, dass Merlin auf diesem Weg erkannt und abgeholt wird. Vielleicht erkennen den jungen Hund auch Nachbarn oder Bekannte der Besitzer. Sollte sich für den Rüden kein Besitzer melden, wird für ihn ein geeignetes, artgerechtes Zuhause gesucht. Nun soll noch auf die Tierheim-Weihnacht am morgigen Samstag hingewiesen werden. Sie steht unter dem Motto, ein einzelnes Tier zu retten, verändert nicht die Welt. Aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier. Ab 13 Uhr kann man die Schützlinge und das Tierheimgelände der Achenoa in Gotha Ölleben besichtigen. Herzhaftes und Süßes laden zum längeren Verweilen ein, bei dem so einige interessante Schwätzchen gehalten werden können. Natürlich freuen sich die Tiere, wenn durch Futter, Sach- und Geldspenden ihr leibliches Wohl gesichert wird. Weihnachten ist nicht nur für Menschen da, sondern auch für Tiere. In vielen Orten ist die Tierweihnacht benannt nach einem Buch von Hans Fallada, Lüttenweihnachten.